Seit nunmehr 10 Jahren sind Scooter um den Frontmann H.B. Baxter aus den deutschen Charts nicht mehr wegzudenken. Musikalisch wie auch durch provokante Videos machten sie immer wieder auf sich aufmerksam. Für ihr neuestes Werk, The Night, die zweite Single-Auskopplung aus dem Album The Stadium Techno Experience, verschlug es die drei Hamburger nun sogar in die Pathologie eines Krankenhauses. Man sieht zwar auch wieder Frauen oben ohne, aber das Ganze jetzt weniger in Table-Dance-Manier, sondern mehr so in einer sehr künstlerischen Form. Und deswegen weiß ich, ob das ein Schock, kann man nicht sagen, dass das letzten Endes, ich denke mal, das entscheiden die, die es sich anschauen. Die Rollen des Trios sind schnell auf den Punkt gebracht. Drei weiße Engel auf Mission. Wir kommen da quasi an in diese Pathologie und so ein Nachtwächter hört dann irgendwelche Geräusche und wir erwecken quasi Tote zum Leben. Und dann ist der ganz erstaunt und versucht Hilfe zu holen und wir laufen dann und haben unsere Tat vollbracht und sind glücklich. Krankenhaus, Leichenhalle, kaltes Kellergemäuer und all das in tiefster Nacht. Das lehrt auch selbst so gestandene Männer wie Rick, HP und Jay Frog das fürchten, oder? Aber ich denke mal, wenn man da so alleine ist nachts und irgendwie gar keiner da ist, das sind schon komische Gefühle schleichen, aber nee, also so waren die Gefühle der anderen Natur, speziell bei Jay. Nach über 2 Dutzend Top 20 Hits wie zum Beispiel Nessaya und zuletzt Weekend soll natürlich an diese Erfolge angeknüpft werden. Wie, darüber war man sich anfänglich nicht sofort einig. Ja, wir haben am Anfang sehr viel überlegt, ob wir nochmal ein Stück machen mit dieser hochgepitchten Mickey Mouse ähnlichen Stimme. Wir haben hin und her überlegt, waren uns nicht sicher. Aber irgendwo haben wir das Stück dann doch so gut gefunden, also gerade das Thema, dass wir gesagt haben, scheißegal, wir finden es geil, also machen wir das nochmal, haben uns dann nochmal reingekniet, die Albumversion komplett neu überarbeitet, neu gemischt und ich glaube, dass das Ergebnis dann doch zumindest das Ergebnis so, dass wir sagen, geil ist unsere Baustelle, wir können es voll unterschreiben. Wie es dann draußen ankommt, muss man sehen. Ob innovativ oder ein einfaches Follow-up, davon kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Und bei Gefallen ab dem 26. Mai ist The Night im Handel erhältlich. Nach dieser Single soll dann aber Schluss sein mit hochgepitchten Stimmen und Mickey Mouse Sound. Ja, ich meine, wir haben das jetzt 6-mal gemacht und ich glaube, irgendwann ist das Ziel auch ausgereizt. Wir haben ja diesmal auch richtig Bock drauf gehabt, deswegen haben wir es nochmal gemacht. Normalerweise machen wir sich schnelleren Wechsel unserer Stilmittel. Aber irgendwie hat sich das ergeben. Wir hatten immer die richtige, irgendwie dann doch die richtige Idee wieder am Start, die uns angemacht hat. Beim nächsten Mal gibt es auf jeden Fall mal was ohne gepitchte Stimme. Wobei, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt.